Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 1 und ich habe den Tau natürlich dabei, er hängt mir am Hintern, er ist weg! Ach, da ist er. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch wieder von mir und zum schönen Start bei mir mit einem schönen Ausblick auf Zeros Hintern. So, wir wollten ja jetzt Mo oder Mali, einer von beiden wird auf jeden Fall gleich hier kommen, ja. Meinte der Zero. Und weißt du, was das Schöne ist? Ja, bitte? Ich habe 10 Munition. Ja, dann sammel die doch hier mal auf. Ja, das hat schon mal geholfen. Hier ist auch noch was? Oder brauchst du das nicht? Nee, ist voll. Bin voll damit. Achso, okay, dann nehme ich das. Ja gut, lass uns... War die Combat Rifle? Lass uns einfach hingehen und gucken, ob wir es schaffen. Gut. Mein Geschützturm ist auf jeden Fall aufgeladen, das ist schon mal gut. Ja, noch mehr Pistolenmunition, sauber. So, oh, er ist hier irgendwo. Er ist hier irgendwo? Er ist um uns... Er ist hinter uns. Ja, er ist um uns rumgegangen. Ich würde sagen, wir nehmen aber auch hier oben diese Fläche. Da können wir so ein bisschen um den Stein drumherum tanzen. Hä? Wo ist der Typ? Der müsste... Hä? Jetzt hier. Jetzt da. Ist der unter uns? Das kann gar nicht sein. Aber jetzt dreht es sich... Also wenn ich genau hier stehe, wo ich jetzt stehe, und jetzt wieder hingehe, dann ich ist er jetzt gefunden. Genau wieder hinter mir. Ich habe ihn gefunden. Hä? Wo ist er denn? Na, wenn du hier zu mir kommst. Da chillt er. Ach, da. Und die sind zu zweit. Sind beide da. Ja, tatsächlich. Einer hat Blitz und der andere hat Feuer, wa? Ich weiß nicht, ob wir die hingehen können, du. Ob es versuchen? Wir versuchen es. Okay. Wollen wir erstmal die Kleinen wegsnipern? Okay. Okay. Sehr gut. Uah! Da kommen aber okay, noch mehr meine Kleine. Sniper macht an denen gar keinen Schaden. Was war das? knallharter Feuerskar kommt da auch noch. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Scheibenkleister, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Im besten Fall hätten wir sie, oh Gott, trennen sollen und jetzt kommen sie alle auf einmal. Ich wäre eigentlich eher dafür, wir machen erst die Kleinen. Ja, ja, ich bin schon dabei. Oh, 25, 20, 13, 5 tot. Ich halte hier die Stellung. Oh Gott, ich bin umzingelt. Oh Gott. So, ich bin wieder da. Nein. Und ich bin wieder tot. Ich habe auch kaum noch Munition. Das ist schlecht. Und ich bin wieder da. Ja, ich habe die meisten jetzt voneinander getrennt. Das heißt, ich habe hier den Marley. Ja. Und der andere müsste bei dir sein. Ja, Mo ist bei mir. Und ich habe keine Munition mehr. Yay! Okay, okay, okay. Autsch, ich bin schon wieder tot. Ich glaube, ich habe mich selber auch in die Luft gejagt. Ich bin mir nicht sicher. Yep, das war's mit mir. Lebst du denn noch? Ja, und solange ich noch lebe, behalten sie auch ihr Leben. Okay, ich versuche mal so schnell wie möglich zu dir zu kommen. So weit weg bin ich nicht. Ich habe nur keine Munition mehr. Nur noch für den Raketenwerfer. Ich hoffe, dass mein Geschützturm mal so langsam nachlädt. Ah, der Knall hatte vorerst gar keinen weg, glaube ich, ne? Ne, da ist er noch. Boah, ich kann ja nichts ausrechnen mit meiner Feuerwaffe gegen den Typ. Nein, scheiße. Das ist... Gerade ein bisschen mit den Raketen. Okay, ich bin wieder da. Ja. Puh. Ja, der hat sowieso die Feueraura. Hm. Oh, ich hab ein Level up. Warum die sind jetzt einfach beide hier? So, immer zwischendurch versuchen, ein paar Kritische in sein Maul zu hauen. Sobald er das Maul aufmacht, kannst du in sein Maul schießen, dann machst du das Kritische. Ja, oh, das war's mit mir. Oh Gott. Ich brauch irgendwoher Munition.
Ich lass mich mal respawnen, ne? Ja, ja, hol dir Munition und komm wieder. Ich halte dir so lange ein bisschen auf. Das hoffe ich, dass du das bis dahin aushältst. Haben wir hier irgendwie was zum Munition holen? Nee, nicht wirklich. Automaten am Anfang, ne? Ja, aber nicht bei dem Wegpunkt. Ja, da nicht. Da musst du schon ein bisschen zurück. Ja, nee, das lohnt sich nicht. Shit! Deswegen nämlich. Ich bin schon auf dem Weg. Ich hab gedacht, ich kann mich verstecken auf einem Stein und da hab ich angespuckt. Moment, Moment. Da bin ich wieder. Ja, sehr schön. Da bin ich kurz weg. So, ich versuche so lange wie möglich zu überleben. Was anscheinend nicht lange ist. Hilfe! Ja, ich komme meine Ulti angerast. Dein Geschütz kann ja Munition wiederherstellen, ne? Ja, aber nur ganz bisschen. Vielleicht reicht das schon für deine Bazooka. Ja, mit der habe ich noch, nur meine Combat Rifle hat kaum noch was. Mache ich überhaupt gar keinen Schaden mit den Raketen. Nee, überhaupt gar nichts. Nein, lass uns zuerst auf Mulk konzentrieren, der ist sowieso schon so viertel tot. Boah, hier kommen gerade Welpen. Autsch. Bin schon wieder beinahe tot. Oh, ich jag mich selbst in die Luft. Ich bin so ein Depp. Haben wir hier noch irgendwie einen kleinen oder so? Nein, ja, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ich habe sie alle gerade alle umgebracht. Okay, ich lass mich mal eben respawnen. Ja, wartet. Jetzt kann ich nicht weiter an. Ah, doch, hier war noch ein kleiner. Der ist aber erst gekommen, als du gestorben bist. Ah, wo bist du da? Ich lad mal eben schnell alles nach. Meine Sniper hat noch gute Munition. Na, aber auch nicht mehr so viel. Gott, ich hab mich gerade zu Tode erschreckt. Plötzlich war er in meinem Gesicht. Achtung, ich bin sofort da. Jupp, jetzt bin ich da. Au, und Alter. Joa. Aber ich kann so einen kleinen töten, alles gut. Oh, beeil dich. Ja, ich bin Achso, hier. Du bist schon wieder da, super. Ja, ich hab einen kleinen getötet. Ich schieß die ganze Zeit daneben, glaubst du das? Ja, gerne. Aber Leben regenerieren wir sogar sehr schnell mit deinem Turm, ne? Ja, das ist richtig, aber der hat leider noch nicht so viel Zeit. Dann Zeit. Also er geht sehr schnell weg. Alter. Den meisten Schaden kriege ich tatsächlich entweder von meinen eigenen Raketen oder von Marley. Und ich bin fast tot. Was? Ich bin gestorben. Auch. Ich bin verbrannt. Ja. Ja, ich habe nur noch 50. 16. Dann lass den auf den Rückweg holen. So. Lass die Quest auf den Rückweg machen. Ja. Das hat keinen Sinn, glaube ich. Das hat keinen Sinn. Nee, nicht wirklich. Das war ein bisschen zu krass. Ja. Dann gehen wir jetzt erstmal Sniper Rifle machen. Yep, das ist ganz gut, da habe ich auch noch die meiste Munition für. So, dann drücke ich mal ganz kurz auf L. Sniper Rifle, alles klar. So, dann los. Huch. Ah, ich habe ja noch ein Level abbekommen, stimmt ja. Ziel getroffen. So, mehr kritischen. Voll erwischt, du Arsch! Bei mir hast du einfach nur gesagt, Ziel getroffen. Ja, super! So, das ist eine kleine Puzzlejagd, die ist in diesem Gebiet hier. Hier sind überall so, ja, Teile von einer Sniper Rifle versteckt. Okay, da oben ist auf jeden Fall irgendwas Grünes, was ich gesehen habe. Ich werd gerade... Oh, von hinten! Ey, ich bin schon wieder beinahe down, ne? Jetzt stirb doch! Ja, das denke ich mir auch gerade. Gerade bei dem. So, muss mal meine Waffe wieder wechseln. So, jetzt. Endlich. Hat natürlich nichts fallen lassen. Logischerweise. Ja. Oh. Es ist natürlich ein bisschen doof, dass ich jetzt überhaupt keine Munition mehr habe. Egal, ein Teil von der Sniper-Rifle habe ich schon. Und dann hole ich mir noch mal ein bisschen Munition. Ja, das wird gut.
versuche hier gerade mal so ein bisschen die in Schach zu halten. Oh, das gibt's nicht. Oh ja, du hältst den Schacht und ich sammle hier ein bisschen Loot ein. Also, das finde ich fair. So, ich habe das Visier gefunden. Oder wirft einfach eine Granate. Ja, auf mich. Ja, hier liegt überall noch Leben rum, ne? Falls du Leben brauchst. Ich hab mir das jetzt gerade genommen. So, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, es gibt einen Teil, das ist recht raffiniert gemacht, glaube ich. Ich weiß noch nicht mehr, wo es war. Nee, doch nicht, das ist da hinten. Alles gut. Das raffiniert hast du anscheinend schon gefunden gehabt. Das war ganz am Anfang. In so einem kleinen Busch. Hat ziemlich grün geleuchtet. Das habe ich damals nie gefunden. Habe ich Ewigkeiten immer gebraucht. Stundenlang bin ich da lang gelaufen, bis ich irgendwann im Internet geguckt habe, um mir die Bilder anzusehen. Hier liegt ein Repeater. Achso, ja. Wäre super scheiße. Ich kann ihn auch nicht mehr tragen. Wir gehen jetzt sowieso gleich los. Und da sind nämlich neue Automaten, da können wir Sachen verkaufen. Und da ist auch eine Kiste. Jetzt habe ich den allerdings nicht mitgenommen. Moment. Macht nichts. Einfach liegen gelassen. Ich schaue so lange mal in die Epic-Kiste hier. Zack. Ach ja, es ist so schön. Pistolen für jedermann. Aus 60 ist auch nicht schlecht. 109, ne? 78, also hier kannst du dir ein bisschen was aussuchen. Okay, eine Pistole, die tatsächlich mehr Schaden machen soll als mein Raketenwerfer. Krass, sogar als meine Sniper. So, ich muss jetzt ein paar Sachen verkaufen. Wo waren jetzt die Automaten? Ach, drin. Die Automaten sind drin. Boah. Dann nimm alles mit, was du tragen kannst, und dann gehen wir rein. Ja, ich gucke gerade nur, ob tatsächlich irgendwas, aber es sind alles Pistolen. Das ist alles nicht so mein Fall. Oh, Moment, die ist sogar noch besser als die ich gerade an der Hand habe. Oh. Die kann ich tatsächlich nicht mehr aufheben, ich bin voll. Hab ich noch irgendwas, was total billig ist, was ich wegwerfen kann? Ja, ich hab sowas auf jeden Fall. Wenn du was ganz Billiges hast, wirf es weg. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Moment. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Moment. Was treibst du das schon wieder? Ich habe jetzt aus Versehen gerade eine Dingens ausgewählt. Warum wirft er denn immer das weg, was ich gerade in der Hand habe? Obwohl ich... Moment. So, jetzt. Hast du jetzt die Dingens genommen? Ja, die Pistole ist billig, die ich da gerade geworfen habe, deswegen habe ich die Maus getauscht. Nee, da lag gerade irgendwas anderes Billiges. Ja, das habe ich genommen zum Verkaufen. Ja, schön, das war meine Dingens. Ach, willst du wieder haben? Deine Maschinenpistole? Ja, bitte. Ich habe gedacht, das Ding hast du weggeworfen, weil du es verkaufen willst. Nee, das Ding war tatsächlich meine Main-Waffe. Wo hast du denn das Ding geworfen? Vor dir. Ja. Dann nehme ich Moment. Die Kleine hier mit und verkaufe ich die. Achso, hast du jetzt alles? Ja. Gut. Ja, wir haben alles mitbekommen. Seltsam. So, wir gehen rein. Jo, alles klar. Da wartet auch ein Boss auf uns und der könnte recht cool werden. Das ist einer meiner Lieblingsbosse. Aber erstmal müssen wir hier uns durchkämpfen. So, Automaten. Automaten. Siehst du, ich habe immer noch die falsche Quest. Nee, hast du jetzt gerade irgendwie eine Quest, eine Quest aktiv? Ja, die Sniper Rifle. Du musst jetzt, Sledge zum Safe House gehen. Weil er mich dann nach hier schickt. Wieder zurück? Ja, abliefern. Dann wollen wir noch nicht hin. Ach so. Moment. Kann mir nichts leisten. Ist das hässlich. Oh, da kommt wer. Geh schon mal vor. Jo, mach das. Wieso sind die nur zwei Automaten? Voll fies.
Oh, nice. Geiler Revolver, auch wenn ich verdammt da ran muss dafür. Gefällt mir. Ey, die ist ja so gar kein Schaden, das ist unnormal. Ja, hier sind wir wieder ein paar Waffen. Passt das schon. Ach Quatsch, nicht die SMG, sondern die, die Assault Rifle, die ich habe. Sehr schön, die macht mehr. Dann nehmen wir doch mal die hier. Ich hole mir kurz ein Upgrade für meine Magnum. So, jetzt kann ich mir Munition tragen. Wolltest du nicht Sachen verkaufen? Ach Mensch. Gut, dass du mich dran erinnerst. Ich hab mich nur gewundert, warum du die Sachen wegwerfst. Ich hab grad eine Granate geworfen und die ist nicht hochgegangen. Was zum Teufel? Blindgänger, wa? Ah, jetzt hat's funktioniert. Ah. Boah, die macht ja noch weniger Schaden. Du hast so ein kleines Schadensproblem, ne? Ich hab mir eine SMG jetzt genommen. Weil ich dachte, die wäre auf jeden Fall von der Feuerrate wenigstens besser. Oh nein! Oh, das ging schnell. Ja, ich hab den noch töten können. Dann guck dir erstmal hier die Waffen an. Vielleicht kannst du was irgendwas davon gebrauchen. Ja, die SMG macht noch weniger Schaden, aber das ist nicht so schlimm, die macht nämlich mehr Genauigkeit. Kleiner Psycho. Oh, Alter. Oh, nächster Level. Sehr schön. Ah, nice. Dann gehört die ganzen Medikits mir. Yeah. So, dann mache ich das nämlich mal ganz schnell, weil ich weiß nämlich auch schon ganz genau, was ich machen möchte. Und zwar das hier so. Kann ich zwei? Ich kann sogar zwei Punkte machen. Oder? Zwei Punkte verteilen, oder was? Ah, nee, Quatsch. Ah, hab mich verguckt. Entschuldigung! Was? Achso, ich dachte gerade, was leuchtet hier so? Ah. Leben. Oh. So, da haben wir einen kleinen Claptrap, dem werden wir gleich helfen. Dann kriegen wir einen kleinen Bonus wieder. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo ich überhaupt bin. Achso, ja, jetzt weiß ich's wieder. Huch! Alter, ein ganzes Magazin drauf, ne? Alter, Kleiner! Verzieh dich! Huch! Was ist denn mit dir passiert? Oh Mann! So. Wo hebst da das auf? Oh, hier geht's runter. Ja, dann müssen wir auch gleich zu Claptrap gehen und dann suchen wir ihm sein Zeug zusammen. Oh! So, nice. So, war jetzt der Kleine? War ich das? Ach, das doch. Hey, wo willst du hin? Komm zurück. Ich hab keine Ahnung, ich wollte mal gucken. So. Vielleicht kannst du hier was von gebrauchen. Ah, Schockgranaten. Oh. Ich werf das Schild hätte ich gerne. Ich werf dir mal so ein Schild hin. Einen Moment. Ja, ich habe zwei Schilde, vielleicht kannst du die besser gebrauchen.
Ja, ich habe hier gerade eins rausgenommen, was ziemlich gut war. Nehme ich aber so mit. Okay. Claptrap, bessere Rettung, Safe House. Finde das Reparaturkit und repariere diesen Claptrap. Oh mein Gott, ich habe ein Leck. Kannst du mal die Quest auswählen? Moment. Da ist er. Genau. Dann holen wir sie jetzt mal ganz kurz, dann kriegen wir wieder einen kleinen Bonus. Ich weiß aber nicht mehr, was wir genau jetzt bekommen. Vielleicht mehr Tragekapazität. Jetzt bin ich nur verwirrt, wo wir gerade sind. Wo kommen wir her? Ah, von hier kamen wir, ne? Müssen wir nicht... Ah doch, wir müssen wieder nach oben, glaube ich, ne? Jetzt bin ich verwirrt. Moment. Nein, hier bin ich hingegangen, obwohl ich gar nicht hingehen sollte. Wir sind doch da bleiben bei ihm. Ich bin schon da. Achso, wir sind von hier gekommen. Nein, ich bin runtergefallen. So ein kleines Jump'n'Run hier. Ach, da oben. So. Ich hätte es auch von hier nehmen können übrigens, ne? Echt? Ja. Oh, ich habe mir immer so Stress gemacht. Sah jedenfalls so aus. Wenn ich es von hier nehmen kann. Oh, ist das? Ach so. So, er gibt uns jetzt nämlich noch eine neue Loot-Kiste. Und wir bekommen Speicherdeck-Upgrade. Mehr Tragenkapazität. Sehr nice. Sehr schön. Hier geht es lang, bitte. Okay, danke. Und öffne dich. Wie er darauf rumhämmert. So, neue Lootkiste. Oh, das ist ja ein Traum für dich hier, oder? Nahkampfschaden. Ich meine, das meiste hat nur davon guten Nahkampfschaden, aber das bringt mir alles nichts. Ja, das stimmt auch wieder. Wobei, ganz ehrlich, die Crimson, die RF4G, die würde ich nehmen, weil die tatsächlich besser ist als meine SMG. Ja, dafür musst du Level 15 sein, ne? Oh. Nimm aber erstmal mit. Ich würde aber auch die Raw Revolver nehmen, also DL10. Der ist nämlich auch besser als meine SMG. Nimm, was du willst, für mich ist da nichts dabei. Okay, ich nehme das Ding. Ich nehme nur die Pistolenmunition. Und dann laufe ich jetzt erstmal mit dem Revolver rum. Und ja, dann würde ich fast sagen, Zero, sehen wir uns dann morgen in der nächsten Folge wieder, wa? Ist das schon wieder so weit? Ja, stell dich mal hier ins Licht, dann sehe ich so erhaben aus. Oh! Yeah! Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein. Tschüss.